Ich stehe in einer Doppelrolle da. Ich habe 2,5 Minuten, um die Invo vorzustellen und ungefähr 2,5 Minuten, um Momo vorzustellen. Invo, die Organisation, geht zurück auf die Geldreformer der letzten 100 Jahre. So lange bestehen wir eigentlich schon als Organisation. Und so lange haben wir bisher keinen wirklich durchschlagenden Erfolg erzielt. Trotzdem gibt es uns noch, und zwar aus der Überzeugung heraus, dass es letztlich um soziale Beziehungen geht. Wie gehen wir miteinander um? Wie organisieren wir unser Zusammenleben, sodass jede oder jeder auf seine Rechnung kommt? Etwas plakativ ausgedrückt. Es geht um das Menschenrecht und das Lebensrecht des Einzelnen auf der Basis der Gesellschaft und auf der Basis der Natur. Das sind denn auch zwei Themen, die in der INVO auch heute noch grundlegend sind, zwei Standbeine der INVO. Das Geldthema, das sozusagen in die Rechtssphäre gehört, in die Beziehungssphäre zwischen den Menschen. Und das Bodenthema oder die Natur. Zwar haben wir keinen durchschlagenden Erfolg gehabt, aber doch ein paar Lichtblicke erlebt. 1932 das Wunder von Wörgl. Ich kann da nicht näher drauf eingehen, aber das war eine der ersten Regionalwährungsversuche. Dann 2 Jahre später wir in der Schweiz. Der Wirtschaftsring, der immer noch besteht. 1951 die Kaufkraftinitiative, eine Volksinitiative, die hoch im Bogen versenkt worden ist, wo die INVO oder die Vorläuferorganisation eigentlich nichts gefordert hat als Kaufkraftstabilität. Dann ein weiteres Kind in den 90er Jahren, das Talent, also jene jenes Tauschwährungsexperiment, das auch heute noch besteht und von dem die Vorarlberger den Namen übernommen haben. Und als letztes Projekt in dieser Reihe Momo, die monetäre Modernisierung oder die Vollgeldreform. Damit komme ich zum zweiten 2,5 Minuten. Monetäre Modernisierung, so heißt das Buch von Josef Huber, wo er das ganze Projekt vorstellt. Man kann etwas plakativ formulieren, es geht darum, vom Lehrgeld mit 2 E zum Vollgeld zu wechseln. Hans-Christoph Binswanger, einer, der diese Idee schon länger kennt und vertritt, hat sich immer lustig gemacht über die Leute, die bei diesen Bankenskandalen anstehen und rennen und sagen, wo ist mein Geld, wo ist mein Geld? Es war ja nie da. Das ist der Punkt. Die Verschwindbarkeit unseres Geldes wird aufgehoben durch das Vollgeld. Was eben viele Leute nicht wissen, ist, dass der Großteil der umlaufende Geldmenge zwischen 80% und 97% von privaten Banken geschöpft wird, und zwar als Kredit, als Sichtguthaben, und das ist kein Geld, sondern das ist nur Anspruch auf Geld. Und wenn man Glück hat, wenn die Umstände stimmen, kann man diesen Anspruch auch einlösen, und wenn die Umstände nicht mehr stimmen, kann man diesen Anspruch nicht einlösen. Daher diese Verschwindbarkeit. Dass die Banken privat Geld schöpfen, widerspricht eigentlich unserer Bundesverfassung. Da steht in § 99 Absatz 1, das Geldwesen und das Währungswesen seien Sache des Bundes. Wie kann so etwas Sache des Bundes sein, wenn über 90% Geld woanders geschaffen wird? Darum möchten wir eigentlich eine Initiative vorbereiten, eine Volksinitiative, die in die Verfassung das Wort Buchgeld oder Giralgeld hineinnimmt,
sodass eben der Bund auch für die Girard-Gelder oder Buchgelder zuständig wird. Wir haben vier Forderungen oder vier Punkte, die ich kurz erwähnen kann. Die Geldschöpfung in öffentlicher Hand, so heißt Hubers Vorläuferbuch aus 2008, Geldschöpfung in öffentlicher Hand. Es geht darum, das Geldregal, wie es so schön heißt, wiederherzustellen und damit eben die Nationalbank überhaupt in die Position zu setzen, die Geldmenge kontrollieren zu können. Zweitens, der Neugeldzuwachs, das neu geschaffene Geld, was jetzt von den Banken geschaffen wird, das soll entweder an die Regierung ausbezahlt werden, überwiesen werden, um öffentliche Aufgaben damit erfüllen zu können, oder direkt als Bürgerdividende an den Einzelnen. Drittens, ein entscheidender Punkt ist, dass dieses Neugeld, dieses Vollgeld schuldfrei geschaffen wird. Eben nicht aus Kredit, nicht aus Schuld. Warum auch kein Zins, Zinszahlungen damit verbunden sind. Was natürlich eine riesige Erleichterung der ganzen Wirtschaft bringen würde. Und viertens, wir trennen strikt zwischen Geldschöpfung und Kredit, Kreditvergabe. Die Geldschöpfung ist eine öffentliche Aufgabe, darum muss sie auch einer öffentlichen Instanz übergeben werden. Die Geldversorgung, Grundversorgung, hingegen die Kreditvergabe, Darlehenswesen ist Sache und bleibt Sache der Banken. Man kann uns also nicht vorwerfen, wir wollen Banken verstaatlichen. Jetzt für nachher werden natürlich interessant die Beziehungen, morgen sollen ja Allianzen geknüpft werden, möglichst heute schon, die Beziehungen zwischen diesem Vollgeldansatz, den ich jetzt nur rudimentär beschrieben habe, und eben den Regionalwährungen einerseits und alternativen Banken andererseits zu diskutieren. Ja.